In diesem Erklärvideo geht es um die Verbindung der vier Grundrechnungsarten. Also wenn ich Plus, Minus, Mal und Dividiert in einer Rechnung drinnen habe, was ich da als erstes rechne und was ich als letztes rechne. Da gibt es die Regel, die heißt Kla-Pu-Stri. Kla steht für Klammern, weil man die Klammern als erstes rechnet bei so einer Rechnung, falls Klammern vorkommen. Bei den Beispielrechnungen sind jetzt noch gar keine Klammern. Und wenn keine Klammern sind, schaut man aufs nächste und das ist Pu, das steht für Punkt. Und das letzte ist erst dann die Strichrechnung. So, Punktrechnung heißt einfach mal und dividiert und Strichrechnung heißt Plus und Minus. Die rechnen wir aber erst dann, sobald die Klammern alle schon gerechnet worden sind. Also die Klammern, das ist das allererste. Wenn jetzt keine Klammer vorkommt, wie zum Beispiel bei der Rechnung, dann bin ich schon beim Schritt 2, dann geht es bei Punkt weiter und zuerst Punkt und dann noch Strichrechnung. Das heißt, welche Rechnung rechne ich als erster? Zuerst diese Rechnung, weil 2 mal 3 eine Punktrechnung ist und 4 plus 2 wäre ja die Strichrechnung, das kommt ja erst dann im nächsten Schritt. Schaut dann so aus, 4 plus bleibt stehen und 2 mal 3 ist einfach 6, das heißt, es kommt jetzt 10 heraus. Würde man jetzt falsch rechnen und zuerst das rechnen, 4 plus 2 ist 6, 6 mal 3 ist 18, da kommt komplett das falsche Ergebnis raus. Deshalb ganz wichtig diese Regel, dass man immer weiß, was muss man als erstes rechnen und das ist immer diese Punktrechnung. Und egal, ob die Punktrechnung da vorne oder da hinten ist, man fängt immer mit der an. Also auch jetzt hier ist da die Punktrechnung, deshalb würde ich euch auch empfehlen, macht vielleicht so einen Bogen drunter, dass ihr das erkennt, das ist also das erste und das andere, das wird einfach abgeschrieben. Also 24 minus wird abgeschrieben und 49 durch 7 wird zuerst ausgerechnet und dann haben wir 17 als Endergebnis, weil da kommt 7 raus. Und die 24 bleiben, 24 minus 7 ist 17. So, wenn jetzt da ganz viele Rechnungen sind, wie in dem Beispiel, da schaut man, wo sind die Punktrechnungen. Also dieser Ding auch da rum schon, das soll ein Mal sein. Und da haben wir Plus drin, Minus drin und Mal drin. Was einmal als allererstes kriegen, sind auf jeden Fall die beiden Malrechnungen. Ja? Also ganz egal, ob die mittendrin oder vorne oder hinten stehen, diese zwei Rechnungen rechnet man als allererstes. Der Rest wird einfach abgeschrieben. Also 5, das schaut dann jetzt so aus. 5 plus, dann kriegen wir jetzt da das Ergebnis von der Rechnung eine. Dann kriegt da das Minus. Da kriegt das Ergebnis von der Rechnung eine. Und da kriegt dann der Minus 1 noch hinten. So, 3 mal 8 ist 24. 2 mal 4 ist 8. Und jetzt habe ich es geschafft, dass ich nur noch eine Strichrechnung habe. Also alle Punktrechnungen sind jetzt erledigt. Ich bin jetzt schon beim dritten Schritt. Also hier bin ich jetzt nur noch bei Strichrechnungen. Und da gibt es keine Regel, ist jetzt Plus stärker oder rechnet man das davor oder zuerst Minus. Das ist egal, ob Plus oder Minus, die sind gleichgewichtet. Da geht es jetzt, aber es ist trotzdem, spielt trotzdem eine Rolle, mit was man anfängt und es ist ganz leicht, man geht einfach der Reihe nach. Man fängt von links an, wie man ein Buch einfach liest und man liest das in diese Seite, das heißt, man fängt zuerst 5 plus 24 an, dann im nächsten Schritt minus 8 und dann minus 1. Man darf nicht irgendwie da dazwischen was machen, dass man zuerst 8 minus 1 extra rechnet, die 7 und das einmal extra, das geht alles nicht. Das ist alles falsch. Ihr rechnet einfach zuerst die ersten beiden, die anderen zwei werden einfach abgeschrieben und dann geht es immer mit 1 weiter. Bedeutet jetzt im Klartext, 5 plus 24 sind 29, der Rest wird einfach jetzt abgeschrieben, minus 8 und plus 1, das steht jetzt einfach nur so da. Nächster Schritt, 29 minus 8 sind 21, dann steht das nur so da, 21 minus 1 und jetzt kommt heraus 20. Hätte man jetzt da zuerst 8 minus 1, weil das gerade so schön ausschaut, dass es so leicht zum Rechnen geht und das gemacht, dann würde da 29 minus 7 wäre nicht 20. Deshalb, da ist wieder ein komplett falsches Ergebnis. Also, erster Schritt, das Ergebnis dann mit dem weiterrechnen, Ergebnis dann nochmal mit dem rechnen. Ganz wichtig, einfach von links nach rechts der Reihe nach. Aber nur dann, wenn alles gleichwertig ist, also wenn nur Strich sind oder zum Beispiel auch nur Punkt. Wenn man nicht eins vor dem anderen normalerweise rechnet. Ja, hier steht es jetzt nochmal,
die werden einfach von links nach rechts gerechnet. Also zuerst das, 35 plus 12, kommt das außer, der Rest wird abgeschrieben. Nächster Schritt, 47 minus 15, weil es immer das linkere einfach ist, kommt das außer und dann noch plus 8 und dann kann ich es direkt daneben hinschreiben. Diese Klapusterie, da gibt es auch so ein Männchen dazu, wenn man sich das merken kann, das schaut so aus, ein bisschen wie ein Monster. Ganz oben sind die Hörner, das sind die beiden Klammern. Dann kommen die Augen, das sind die Punktrechnung, also mal und dividiert soll das heißen. Und ganz zum Schluss, also eigentlich sind die gleich, müssen sie auf gleicher Höhe sein, weil die ja gleichwertig sind, das ist dann Plus und Minus. Also da ist nicht Plus stärker oder so, sondern Plus und Minus, aber dann schaut es leider nicht aus wie ein Mandel, deshalb hat man das einfach drunter gemacht. Aber die zwei kommen zusammen, das ist der letzte Schritt, die zwei, das ist der zweite Schritt und das ist der allererste Schritt, den man macht. Jetzt schauen wir uns das an, wenn Klammern drin sind. Zum Beispiel jetzt hier. Egal, ob in der Klammer ein Plus oder Minus oder mal oder dividiert ist, die Klammer wird immer als erstes gerechnet. Das heißt, ganz klar, hier wird jetzt diese Rechnung zuerst gerechnet. Bevor ich irgendwas anderes mache. Also, ja, machen wir da 6, machen wir dann 4 draus, dass es leichter ist. So, 6 minus 4 ist 2 und dann plus 5 und dann mal 2. Der Rest wird einfach abgeschrieben, weil, jetzt ist jetzt wichtig, jetzt geht es nicht weiter der Reihe nach, 2 plus 5, sondern ich habe ja da jetzt ein Mal drin und Mal ist stärker wie Plus. Das heißt, zuerst die 5 mal 2, das heißt 2 plus 5 mal 2 ist 10. Und dann kommt aus Ergebnis heraus 12. Nächste, auch wenn die Klammer in der Mitte ist, zuerst immer die Klammer rechnen, das heißt 10 plus wird einfach abgeschrieben und die Klammer 14 minus 6 ist 8 und dann steht noch dividiert durch 4 und der nächste Schritt ist einfach, dass man den 8 dividiert durch 4 rechnet und dann kommt heraus 10 plus 2 und das ergibt das die Lösung 12. So, 12 kommt heraus, 8 durch 4 zuerst, da kommt 2 raus. Ihr könnt es entweder so markieren oder, was vielleicht viel schneller geht, ihr macht einfach so einen Bogen drum, dann wisst ihr, aha, das ist jetzt das Erste. So, noch eine Stufe schwieriger wird es, wenn in der Klammer zwei Rechnungen stehen. Also man rechnet auf jeden Fall die Klammer zuerst. So, aber was ist jetzt da das Vorderste? Zuerst 15 minus 2 oder zuerst 2 mal 6? Ja, man sieht da ganz klar, auch die Malrechnung ist immer vor der Minusrechnung oder vor der Plusrechnung, das heißt mal zuerst. Schon die Klammer, aber die mal vor der Minus nur mal davor. Das heißt, erster Schritt, die Klammer bleibt zuerst einmal noch stehen und ich rechne als allererstes 2 mal 6. Das 2 mal 6 ist 12, die Klammer bleibt trotzdem noch die Klammer und dann rechne als nächstes 15 minus 12. Ergibt 3. Jetzt brauche ich die Klammer nicht mehr, weil ich ja die Klammer schon ausgerechnet habe. Das heißt, erster Schritt in der Klammer mal, zweiter Schritt nochmal die restliche Klammer und dritter Schritt, jetzt habe ich nur noch Plus und Minus. Da rechne ich jetzt einfach 3 nach. Zuerst 24 minus 7. Ja, da haben wir jetzt also 17 und dann plus 3 ergibt 20. Also einfach 3 nach. So. Das ist jetzt die allerschwierigste. Da haben wir zwei Klammern. Ich kann beide im gleichen Schritt lösen, aber immer zuerst, wenn ein Mal unter, dividiert unter Plus drin ist, zuerst oder das dividiert und oder zuerst das Mal, weil Punkt eben, wie gesagt, vor Strich kommt. Heißt jetzt, ich schreibe den ganzen Rest einfach so einmal ab und statt dem 12 durch 2, das kann ich gleich als Ergebnis hinschreiben, das ist 6 und statt 4 mal 2 ist es 8. So, jetzt sind die Klammern noch nicht weg, erst im nächsten Schritt sind die Klammern weg, indem ich markiere es jetzt da nochmal zuerst die Klammern jetzt eben ausrechne. Bedeutet also jetzt 6 plus 7, 13 minus 3 mal 6 und dann plus 2. So, jetzt sind die Klammern weg, das war jetzt dieser Schritt und im nächsten Schritt jetzt habe ich Plus, Minus und Plus und Mal. Mal ist natürlich das Erste, was man macht. Also da sind wirklich alle Regeln drin bei der Rechnung. Das heißt, da haben wir jetzt 13 minus 18 plus 2. Und 13 minus 18 sind jetzt blöde Zahlen, weil die könnt ihr ja noch nicht rechnen. Sagen wir mal, da kommt ein bisschen mehr aus. 28,
Dann müssen wir da ein bisschen die Zahlen vergrößern. Wenn jetzt das herauskommt, was rechne ich? Es geht jetzt nur darum, dass ihr wisst, was rechne ich als erstes. Ich rechne wieder das vordere zuerst. Das heißt, 28 minus 18 wäre jetzt 10 und 10 plus 2 wäre 12. Also einfach so der Reihe noch machen, Schritt für Schritt. Wenn in der Klammer mehrere sind, zuerst die Divisionen und die Malrechnungen, dann erst Plus und Minus. Wenn die Klammer gelöst sind, schaue ich, was habe ich dann noch? Habe ich Mal und Plus und Minus und dividiert und so gemischt? Dann tue ich zuerst Mal und dividiert und dann erst zum Schluss Plus und Minus. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp, wenn zum Schluss nur noch Plus- und Minusrechnungen sind, habe ich euch ja gesagt zuerst, ihr müsst einfach der Reihe nach rechnen. Das heißt, ihr müsst 24 plus 15, was dann da herauskommt, der Rest wird einfach abgeschrieben, dann das Ergebnis minus 7, der Rest wird wieder abgeschrieben und dann braucht ihr wahrscheinlich 7 Zeilen bis da ganz runter. Da gibt es jetzt noch einen Trick, der gilt aber jetzt nur wirklich für Experten. Also der, was so gut schon drauf ist, dass er sagt, okay, ich kapiere das alles 1000%, der kann jetzt diesen Schnelltrick auch noch verwenden. Der geht so, man markiert einmal alle Zahlen, die plus gerechnet werden. D-Wert plus gerechnet. D-Wert plus gerechnet. Und das war's schon. Und dann alle, die was minus gerechnet werden. Und zwar wird minus gerechnet der 4er, der 2er, der 8er und der 7er. Und jetzt kann ich alle, die zum Beispiel minus gerechnet werden, zu einer großen Minuszahl zusammenrechnen. Also ich rechne jetzt, das kann man entweder im Kopf machen oder ich schreibe es untereinander, 4 und 2 und 7 und 8, die 4. Einfach diese 4 werden zusammengezählt, obwohl da steht Minus. Sie werden zusammengezählt, weil ich aus denen eine riesen Minusrechnung mache. Und ich werde zuerst dann 8 und 2 zusammenzählen. Das geht nämlich im Kopf leichter. Das sind 10 und 7 sind 17 und 4 sind 21. Das heißt, bei diesen ganzen Minusrechnungen kommt einmal außer 21. Deshalb ziehe ich jetzt einmal die 21 aus einer Minusrechnung weg. Deshalb habe ich jetzt alle da zusammengefasst. Und dann kann ich diese normale 24, das ist, zählt auch eigentlich, wenn da nichts steht, zu den Pluszahlen. Das heißt, ich kann alle Pluszahlen zusammenzählen. 24 plus 10 sind 34, plus 15 sind 49. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Rechnung, die ich jetzt da hinschreiben muss. Also nur einmal, ich habe alle gelben zu einer Zahl zusammengefasst. Ich habe alle, die was minus gerechnet werden, zu einer Zahl zusammengefasst und diese große Minuszahl ziehe ich dann einmal ab. Das kommt das gleiche außer, ob ich jetzt zuerst minus 7 da und dann minus 8 und dann minus 4 und dann minus 2 oder ob ich gleich minus 21 da. Also das darf man machen. Auch wenn es jetzt nicht die gleiche Reihenfolge ist, normalerweise von links nach rechts haben wir gesagt, aber der Expertentipp, man kann alle Minus zusammenfassen und alle Pluszahlen und die erste zählt auch zu den Plus. Das heißt, ich kann es jetzt entweder in der Zeile machen, 1 und 8 sind 9, 2 und 2 sind 4 und dann ist 28 das Ergebnis. Das gleiche kommt natürlich auch heraus, wenn ich zuerst 24 minus 15 tue, einen Rest hinschreibe, das Ergebnis dann minus 7 und dann minus 8, also immer so Schritt für Schritt, wie wir es jetzt da gemacht haben bei den Vordern, ist genau das gleiche, kommt genau das gleiche heraus, man braucht halt ein bisschen mehr Zeilen. Also, nochmal zur Wiederholung. Klabustre, ihr kennt euch das, wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, das mit dem Monster vorstellen. Ganz oben kommen die Hörner, das sind die zwei Klammern, dann kommen die Augen, das sind die Punktrechnungen und dann kommt Nase und Mund, das sind die Strichrechnungen. Aber Klabustre, glaube ich, das merkt ihr euch ja schon. Klammer, Punkt, Strich, das ist, glaube ich, klar. Immer zuerst markieren, zuerst immer die Klammern, wenn es keine gibt, dann die Punktrechnungen und die markiert ihr euch, die rechnet ihr zuerst aus und erst im nächsten Schritt, dass ihr dann weiterrechnen. Also nicht gleich alles auf einmal, sondern erst Schritt für Schritt. Und wenn dann nur noch Plus oder Minus drin sind, dann tue ich immer von links nach rechts und der Expertentipp, wenn ganz viele sind, also wirklich nur bei so lange, macht das auch wirklich Sinn, dann tue ich alle Minus zu einer und alle Plus zu einer zusammenfassen, habe ich nur eine einzige Subtraktion dort drin und da kommt ein Ergebnis aus.